Das ist meine Bewerbung. Die Challenge: 7 Minuten schweigen und ihr dürft dabei zusehen. Spaß. Also, ich bin Silvan, 29 Jahre alt, hab Bock, mich dieser Herausforderung zu stellen, bin seit der ersten Staffel hyped. Und was kann man über mich sagen? Bin ich neu mit Thema Natur, kenne mich in den deutschen Wäldern ziemlich gut aus. Ja, als Naturpädagoge bringe ich hauptsächlich Kindern bei, was man in der Natur, also was in der Natur für faszinierende Dinge gibt, wie sie Baumarten erkennen, wie sie Tierspuren lesen können und ähnliches. Ob ich mich jetzt in Kanada auskenne, wird sich zeigen. Müsste ich mich auch erst reinlesen. Ich bin auf jeden Fall super gespannt drauf. Teile gern mein neu erworbenes Wissen dort. Man sieht, knapp 65 Kilo, an mir ist nicht viel dran. Essen wird eine Challenge sein. Ich bin eigentlich Vegetarier, aber werde dort natürlich auch versuchen, Fisch zu fangen oder ähnliches. Einfach um ja, das Ganze durchhalten zu können. Jetzt zu meiner Challenge. Da müsst ihr mal mitkommen. Also, Zelt ist aufgebaut. Das war was. Das ist schon Nacht, mitten in der Nacht. Das ist schon komplett bei Nacht aufgebaut. Noch. Und jetzt ist es geschafft. Und ich bin hier an einem echt besonderen Ort. An so einem Ort, also an dem Ort und im Ähnlichen habe ich noch nie gecampt. Und ich bin auch sehr gespannt, ob das gut geht. Ob wir nicht nächtlichen Besuch bekommen. Mal gucken, ob ich ein Auge zudrücken kann. Ich werde es auf jeden Fall versuchen und werde mich jetzt mal gleich aufs Ohr legen und falls ich aber noch irgendwas höre, mache ich Kamera wieder an und lasse euch das wissen. Und sonst könnt ihr morgen beim Aufstehen sehen, wo ich hier bin. Was mache ich, was ich noch nicht getan habe? Was die Leute auch interessiert. gar nicht so leicht, finde ich, die Challenge. Ich hatte erst auch so an Baumhaus bauen gedacht, vielleicht nur mit Naturmaterialien. Dann hatte ich überlegt, weil ich das Video von allein ganz witzig fand, auch in Schweizer See, hier bei mir um die Ecke zu gehen. Und aber mit Klamotten. Grüße gehen raus an den guten Comedian. Und dann hatte ich gesagt, ja, vielleicht zeigst du ein bisschen, dass du halt Wissen über heimische Pflanzen hast und sammelst dir halt so einen Salat, vielleicht auch Käfer, irgendwas zusammen und isst es. So auch als Vorbereitung, ja, habe ich mich dann doch gegen entschieden. Und irgendwann ist mir die Idee gekommen, warum suchst du dir nicht einen ganz krassen Ort, an dem du noch nie gezeltet hast und übernachtest da einfach eine Nacht. Und dann fand ich die Idee so gut, dass ich mir gedacht habe, ja, das wird bestimmt keiner machen und so hochladen. Und so bin ich zu dieser Idee gekommen. Und jetzt nehme ich euch mit auf die Reise. Was passiert hier? Wo bin ich? Es ist mitten in der Nacht und ich weiß nicht, ob ihr das auch gerade gehört habt, aber hier sind Geräusche in der Nähe. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sich ganz merkwürdig angehört. Guten Morgen, Leute. Ich habe es scheinbar überlebt und werde jetzt gleich aufstehen und euch dann mit rausnehmen. Also, ihr seht, es ist schon hell. Ja, dann nehme ich euch mal mit, lasst mal gemeinsam rausgehen und schauen, ja, wie es draußen so ist. Ich hatte noch nie zuvor in meinem Wohnzimmer gezeltet. Tada! Und unser nächtlicher Besuch, den hole ich euch jetzt auch noch. So. Ja. Ganz lieb.
mir. Der Stubentiger. Boah. Waren die anderen nächtlichen Geräusche? Ja. Ich freue mich auch sehr auf die Zeit ohne Handy und einfach mal wieder ja, Wurzeln fassen, mit mir selbst verbinden, zu mir finden und gucken, was sagt mir mein Inneres. Also mich hat das sehr bewegt, als ich von Niklas die Folge gesehen habe, als er einfach gemerkt hat, dass ihm ja, seine Freunde fehlen und das eine wichtige Sache ist. Das habe ich sehr nachempfinden können und genau auf sowas habe ich Lust. Und in so einem Setting ist es, glaube ich, ziemlich gut möglich. Und ich freue mich auch einfach auf den witzigen Versuch mit jemand Unbekanntes, versuchen, diese 14 Tage zu meistern, sich gegenseitig anzutreiben und versuchen, einfach gegen Fritz, gegen die anderen Kandidaten oder mit ihnen das Ganze durchzuziehen und 14 Tage in der Wildnis von Kanada zu verbringen. Und so macht sich das Waldschwein auf die Suche nach Nahrung mit einem Behälter und viel Wissen über die Natur. Es erklimmt einen Baum, um mutig die frischen, jungen Blätter zu ernten. Und weiter geht es in die dichte Natur.